T-Race. Yo, T-Race, was geht in deiner Hut so? In meiner Hut geht Stau hier. Also Robert, Theresia und ich sind jetzt hier auf dem Weg nach Andorra zum World Cup. erstmal ins Hotel. Auf jeden Fall geht's danach zur Strecke, Trackwork erstmal vom Downhill. Bin mal gespannt. Wie der Chicken Way ist, ob der fahrbar ist. Aber ey, aber wie wenn du mit dem Chicken Way fährst, ohne Witz, dann hol ich dich. Da gibt's, glaube ich, keinen. Nee, es gibt keinen anderen. Erlaubnis abgeholt. Hier Startnummer 157. Ja. 39. Ja, 109. Du hast halt fast gar keinen Grip, ne? Alle Wurzeln sind mega glatt, so wie man es hier auch sieht. Und ja, es ist halt schwierig, ne? Es ist halt eine World Cup-Strecke, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Niveau von der Strecke auch. Es gibt halt Friss- oder Stirb-Linien. Muss man halt sehen, was man dann nachher davon nimmt, ne? Ob man dann das Hühnchen macht oder nicht. Ja, geil. Ich bin jetzt insgesamt dreimal gefahren. War super, hat Spaß gemacht. Ich habe es überlebt. Schon die krasseste und schwierigste und steilste Strecke, die ich jemals gefahren bin, würde ich sagen. Gleiches Quali. Puls ist 260, ohne dass ich überhaupt angefangen habe zu fahren. Schwitzige Hände, wissen geht nicht mehr. Einfach Daumen drücken. I'm an LBC. He's the last man down. Here he's back. We're done from the direction of the air. Scheiß auf die Schmerzen, die sind heute Abend weg. Die Strecke war geil, bis auf die erste Runde war mega der Stau, es sind viele gestürzt. Ich bin aber mega zufrieden, also mehr ging heute einfach nicht und das war mein Ziel. Nee, ist nur normale Luft. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Ja, hallo, ich bin der Armin von Bike & Bordets.